Hey Kiddes, was geht bei euch ab? Willkommen hier zum lang ersehnten Skin Baron Giveaway. Ihr wisst ja vielleicht noch, ich habe vor gut einem Monat Geld von Skin Baron geschenkt bekommen, um mir auf ihrer Seite, ich wurde da gepartnert, Skins für euch zu kaufen. Wir hatten 20 Euro zur Verfügung und ich habe euch abstimmen lassen, was ihr wollt, ob ihr einen Skin wollt, mehrere Skins, bla bla bla. Und bei eurer Abstimmung sind eben diese zwei Waffen herausgekommen. Es geht ja einmal um die P90 Isle of Spray, so wurde sie benannt, aber es ist natürlich ein Asimov, wie wir unschwer erkennen können. Mit so einem coolen Ding drauf, so einer, keine Ahnung, atomar verseuchten Robbe und sonst nichts, oder? Sonst ist der Skin, glaube ich, ziemlich normal. Okay. Und dann haben wir hier noch die AK-47 Aquamarine Revenge. Ohne Schnickschnack. Ah doch, da vorne ist auch irgendwas drauf. Was ist denn das? Irgend so ein Huhn oder so, das sich freut, dass es da drauf ist halt. Ich würde mich auch freuen, wenn ich auf einer Waffe drauf wäre. Diese zwei Waffen werden heute an euch herausgegeben, an euch vergiveawayert. Also nicht direkt heute, aber das Giveaway ist eben heute. Das Giveaway wird wieder so laufen, dass die Skins von der Community gewonnen werden können. Wenn ihr jetzt das erste Mal auf meinem Kanal seid und euch denkt, shit, ich bin doch gar kein Mitglied, kein Problem. Ihr könnt es einfach werden, indem ihr halt aktiv seid. Auf verschiedenen Dingen, verschiedene Wegen, verschiedene Weisen, wie ihr eben Lust habt. Auf YouTube, Twitter, Twitch, wir haben eine Steam-Gruppe, wir haben sogar eine WhatsApp-Gruppe. Über die Steam-Gruppe erfahrt ihr alles über die WhatsApp-Gruppe, falls ihr da beitreten wollt. Und hin und her, lirum larum, wer jetzt zum Beispiel auf YouTube aktiv sein will, ich meine, dem muss natürlich klar sein, dass wenn er heute schreibt, ich hätte gerne den Skin und dann beim morgigen Video und bei dem Video darauf und hin und her nicht mehr anwesend ist, dann gehe ich davon aus, dass das einfach nur ein Geier ist oder war. Ne? Also so ist verständlich. Aber es gibt, wie gesagt, sehr viele Wege und Möglichkeiten, der Community beizutreten, sie zu unterstützen oder wie auch immer. Guckt euch einfach mal in der Videobeschreibung um, was es da alles gibt für soziale Geschichten, bla bla bla. Ihr müsst kein Abonnent sein. Ihr müsst diesen Kanal nicht abonnieren. Ich will keine toten Abonnenten haben. Wenn jetzt jemand sagt, boah, ich würde da gerne mitmachen, aber ich bin eigentlich nicht aktiv auf YouTube. Ich könnte aber auf Twitch ab und an mal vorbeischauen oder irgendwas. Also bitte nicht hier abonnieren, wenn ihr nicht auch wirklich und so weiter. Die, die aktiv auf YouTube sind, müssen aber auch nicht abonnieren. Also das Abonnieren ist euch selbst überlassen und die Daumengeschichte ist auch, wenn euch das Video gefällt oder die anderen Videos gefallen, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben, aber nicht einfach nur bedaumen, weil es ein Giveaway ist oder so, okay? Bitte? Danke. Und gerade solche Leistungen finde ich schon immer affig. Es gibt so viele Leute, die Giveaways machen, die Unlock-Alls machen, die irgendeinen Scheiß verschenken. Da heißt es immer, ihr müsst mich abonnieren und liken. Das sind einfach zwei Aktionen, die man nur machen sollte, wenn einem derjenige gefällt. Die kann man nicht einfordern, also finde ich. Ich zeige euch einfach nochmal die Waffen hier. Die P90 Isle of Spray. Wunderschönes Teil, in was für einer Ding ist die? Minimalware und die Aqua 47. Die Aqua Marine Revenge ist in. Was jetzt viel testet, ne? Gott, bin ich vergesslich. Ich sehe das und dann in der nächsten Sekunde ist es wieder weg. Sehr schönes Teil. Flammende Delfine. Wem es gefällt, dem gefällt's. Ach ja, noch ein paar Worte zu Skin Baron. Falls ihr mich dort unterstützen wollt, hier unten ist mein Link zu Skin Baron. Das ist mein Partnerlink. Wenn ihr euch darüber anmeldet bei Skin Baron und da vielleicht mal Skins kauft oder verkauft, erhalte ich da eine kleine Provision. Das ist auch einer der Wege, bei denen ihr mich unterstützen könnt, um das einfach mal so erwähnt zu haben. Hier habe ich einmal die Seite von Skin Baron, also die Hauptseite, auf der man eben aufschlägt, wenn man die Seite aufruft. Man sieht hier schon, man kann nach Skins ordnen, man kann einiges einstellen, da links auf der Seite. Hier sind noch ein paar weitere Skins und am Schluss hier unten zeige ich euch auch nochmal die Gebühren. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, denke ich, für die meisten. Die Seite ist sehr transparent, hier ist alles aufgeführt, was, wie viel und warum, wann und wie kostet. Und soweit ich weiß, ist es auch günstiger als auf Steam selbst, also nicht schlecht, nicht schlecht. Greift zu, ja, und gönnt euch hier ein paar Skins. Das nächste Giveaway wird wieder ein 10-Skin-Giveaway. Ich habe es hier auch schon irgendwo stehen. Das wird wahrscheinlich dann schon nächste Woche erscheinen, wenn dieses Video ausläuft. Dieses Video läuft exakt in einer Woche aus. Dann wird der Gewinner, beziehungsweise dann werden die beiden Gewinner bekannt gegeben hier auf YouTube. Ich weiß nicht, ob ich dafür ein eigenes Video machen werde, wie ich sonst immer gemacht habe, also für dieses kleine hier. Vielleicht schreibe ich die Gewinner auch einfach an und verlange dann oder bitte dann um die Steam-Profil und schicke das den Leuten dann zu. Weil für zwei Skins, wenn ich dazu dann noch so ein Gewinner-Video mache, das dauert dann eine Minute, das ist ein bisschen lächerlich. Falls ihr 100 Bubble-Dollar geschenkt bekommen haben möchtet, dann teilt das Video von gestern, das GTA-Video, das GTA 5 Video, teilt es einfach auf diversen sozialen Medien und verlinkt mich, beziehungsweise macht einen Screenshot und schickt mir es auf sozialen Medien, wo ich eben aktiv bin, also auf Facebook oder auf Twitter. Und dann gibt es Twitch Bubble Dollar, sofern ihr mir euren Twitch-Name dazu schreibt. Es gab gestern zwei Leute, die Werbung gemacht haben und ihren Namen nicht dazu geschrieben haben. Da habe ich dann erst auf Anfrage einen Namen erhalten bis jetzt. Also das ist natürlich schwierig, ich kann nicht erraten, wie ihr auf Twitch heißt. Ne? Ach, eine Frage noch, seid ihr eigentlich an Graffitis interessiert? Ich habe jetzt mittlerweile recht viele angesammelt. Ich habe gerade gestern sehr, sehr viele reinbekommen. Und wie man hier sehen kann, habe ich fast zwei Seiten voll mit Graffitis. Soll ich da vielleicht mal auch ein Giveaway machen? So 20 Stück raushauen oder sowas? So ein ganz großes, das bis jetzt größte Giveaway hier auf dem Kanal. 20 Dinge. Wäre das cool? Fändet ihr das toll? Schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr das wollen würdet. Ich denke nicht, dass ihr irgendwas dagegen habt, gegen sowas. Aber ich frage trotzdem erstmal noch nach. Nächste Woche geht's los mit Resident Evil am Montag. Ich wurde jetzt auch schon gefragt, ob ich das livestreamen soll. Ich weiß nicht, wie ich das dann machen soll. Auf YouTube wird der... zeige ich ja alles. Soll ich das dann nochmal neu im Livestream durchspielen? Wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß nicht,
nicht genau, wie ich das anfangen soll. Also wie ich das überhaupt machen soll. Ich denke, ihr seht die Problematik aufploppen. Ich will es auch ungern splitten. Irgendwie eine Folge auf YouTube, die nächste dann auf Twitch und hin und her. Und nein, ich kann die Twitch-Aufnahmen nicht nutzen für Videos. Da ist die Qualität einfach so schlecht. Also wie soll ich das machen? Was meint ihr? Soll ich es tatsächlich auch mal streamen? Beziehungsweise soll ich es auf YouTube einfach auf leicht zum Beispiel spielen und im Stream auf schwer? Dazu könnt ihr also vielleicht auch, wenn ihr eine Meinung dazu habt, gerne diese Meinung kundtun und mir bei der Entscheidung etwas unter die Arme greifen. Komm, ich gebe noch ein bisschen an und stelle hier auf Quality. Bumm, zack. Ich habe 2 Asimovs. What? Geil, scheiß, alter Dreck. Geil, scheiß, ein Dreck oder was? Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich hab Grumpy Cat. Grumpy Cat. Motherfucker.